So, ich muss dann aber hier das erstmal wegmachen, damit ich dann weitermachen kann. So, hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Also die Monsterfalle tut auf jeden Fall ihren Dienst. Sie hat ihren Dienst auch bereits aufgenommen, ihren Job. Und ist hier fleißig am Arbeiten. Und wie ihr da unten seht, dass da immer wieder mal die Spinnen tatsächlich dahin gehen und sich hochkrabbeln. Und sich da krampfhaft festhalten, was manchmal doch so ein bisschen nervt. Aber es lässt sich leider nicht verhindern. Ich habe schon mit verschiedenen... ich habe schon versucht, irgendwie mit, keine Ahnung, verschiedenen Sachen, um die davon abzuhalten. Aber es funktioniert halt einfach nicht. Also dadurch, dass die Spinnen halt sich wirklich an Wänden hochkrabbeln und hochkraxeln können, hat man halt leider Gottes immer wieder das Problem, dass sie sich halt hartnäckig oben halten, aber letztendlich bringt ihnen das einfach nichts. Letztendlich fallen sie doch und sterben dann am Ende doch für unsere Zwecke. Der einzige Nachteil, was man jetzt halt an dieser Monsterfalle hat, ist, dass man halt keine EP bekommt, weil man tötet sie ja nicht selbst. Es gibt allerdings eine Art hier Monsterfalle, die ungefähr denselben Aufbau hat, nur ohne Tötung unten. Also dieselben Spawn-Etage und alles, nur unten ein bisschen anders gebaut. So als Sicherheitszone, wo du dann auf die Füße der Monster schlägst und die praktisch selber umknüppelst, ohne dass dir selbst was passiert. Und dann kriegst du auch die EP. Also es ist dann die EP-Farm. Die können wir eventuell vielleicht aufbauen. Und ja, so kommt man dann halt an EP dran. Und ich muss jetzt erstmal mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Also es kommt halt immer drauf an. Aber meistens braucht man das eigentlich gar nicht. Ich meine, am meisten wird man das wahrscheinlich brauchen fürs Verzaubern oder so. Aber so hier mit Tinker brauchst du das eigentlich nicht, weil du brauchst hier zu dem Verzaubern oder für diese Specials, wo du da hinzufügen kannst, brauchst du eigentlich gar keine EP. Das Einzige, wo du vielleicht EP brauchst, ist halt tatsächlich für die Rüstung. Also jetzt nicht für Waffen und Werkzeug, sondern halt für Rüstung. Und das hält sich eigentlich in Grenzen, wenn ich ehrlich bin. Boah, wenn ich da zurückdenke an meine Anfangszeit, wo ich mir gedacht habe, ach, verzaubern. Wozu denn bitte verzaubern, wenn es dann nach einer Weile eh sowieso kaputt ist? Und habe dann tatsächlich diesen kompletten Berg mit einer stinknormalen Steinspitzhacke abgebaut und habe halt immer wieder neue Spitzhacken gemacht, weil, naja, Holz gibt es ja genug, ne? Und Stein hatte ich ja dank dem Berg, hatte ich auch jede Menge. Also daran hat es mir auf jeden Fall nie gemangelt. Und da habe ich halt meine ganzen, die ganzen Sachen habe ich dann halt immer alle mit Steinspitzhacken gemacht. Hat zwar eine ganze Weile gedauert, aber es hat funktioniert. Und mal ehrlich, ich meine, Zeit irgendwie für sowas habe ich sowieso. Also von daher... An Zeit hat es mir eigentlich nie gemangelt. Und dementsprechend, ja, habe ich halt agiert immer. So, wir haben jetzt die nächste fertig. Ich hoffe, ich habe alles rausgeholt an Materialien, weil irgendwie übersehe ich gerne mal was scheinbar. Ich nehme das jetzt einfach mal erst mit, bevor ich es hinsetze.
hier hin. Du. So. Ach Mist, jetzt habe ich da drüben die Fackeln vergessen. So, jetzt aber. Jetzt baue ich wieder das. Na. 1, 2, 3. La la la. Hier. So, es dürfte jetzt aber bald fertig sein. Bald. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Es geht aber eigentlich recht schnell. Ich meine, sicherlich war das jetzt vielleicht nicht gerade eine super interessante Woche, aber es muss halt leider auch sein. Weil ich möchte nichts irgendwie offline machen oder so und dann sagen, ja, hier, guck mal, das habe ich in der letzten Folge oder das habe ich jetzt offline alles mal gemacht. Oder wenn es heißt, oh, das ist langweilig, immer nur Stein abbauen und das bauen und das und jenes. Mach doch mal was anderes. Es gehört dazu. Es gehört leider dazu. Genauso wie für mich zu einem Let's Play halt auch ganz einfach das Vorlesen der Schriftstücke gehört. Gut, bei WoW sträube ich mich jetzt so ein bisschen dagegen, weil es einfach viel zu viel ist, jede einzelne Quest und jedes einzelne Buch, was man findet oder so, einfach komplett alles vorzulesen. Aber jetzt beispielsweise bei Fallout zum Beispiel, da gibt es ja auch in den Terminals oder so mal Schriftstücke. Das finde ich, gehört vorgelesen und so als Beispiel halt, ne? Weil ich finde das grausam, wenn da Leute ankommen, die dann sagen, ja, ich pausiere jetzt einfach mal und dann könnt ihr das mal selber lesen, wenn ihr wollt. Ich mag sowas ehrlich gesagt nicht. Wenn es jetzt vielleicht extremst viel ist, dass man jetzt vielleicht 5 Minuten nur mit Lesen beschäftigt werde, okay. Dann vielleicht. Aber im Grunde bin ich der Meinung, es gehört zum Spiel, dann gehört es auch zum Let's Play und dann hat man das auch vorzulesen. Ist halt mal so. Das ist halt meine Meinung. Meine Meinung muss nicht jedem gefallen oder es muss nicht jeder die gleiche Meinung haben wie ich, aber es ist meine Meinung und ich vertrete diese Meinung. Also ich habe da kein Problem mit hier zu sagen, Wo ist mein Tisch? Och nö, sag bloß, der steht noch irgendwo im Lager. Scheiße. Ich muss noch mal eben. Ich weiß, es ist gerade ein Risiko, das hier so zu lassen. Ich habe meinen Tisch oben im Lager vergessen. So ein Scheiß. Ich habe meinen Tisch im Lager vergessen. Wie kann ich nur? Ein Jahr später. Ich vermisse sowas wie einen Aufzug. Da ist wieder der Hintergrund. Und ich glaube, es wird langsam hell, wenn ich mir so die Uhrzeit oben anschaue. Da bin ich doch glatt schon wieder an dem Ding vorbei. Ja, das hätte ich auch gerade hier, wenn ich schon mal da bin. Wenn er schon mal hier steht. Böser Tisch, hätte es auch was sagen können. So, ich muss jetzt erstmal wieder was essen. Essen wir mal wieder oder trinken wir mal wieder hier ein bisschen Schmusis. So, und für den letzten zwiebeln wir uns jetzt so ein rein. Und dann sieht doch schon richtig gut aus. Schau mal. Vor allem viel Gemüse, weil wir halt auch viel Gemüse gegessen haben, wo wir bei den Türmchen waren. So, und jetzt können wir schon wieder weg.
So, und das finde ich doch viel angenehmer, hoch und runter zu gehen, als wenn das so eine Wendeltreppe wäre. Da müsste ich jetzt die ganze Zeit immer um die Ecke drücken und um die Ecke drücken. Da wird es mir schlecht werden, dann wird es euch wahrscheinlich noch schlecht werden. Wäre nicht so geil. Wäre auf jeden Fall nicht sonderlich geil. So, und ich hoffe, hier ist jetzt nichts Böses. Nein, sehr gut. Ja, ich weiß, dass da eine Höhle ist. Wie oft denn noch? So, wieder eine Seite fertig. Ach, warte mal, ich habe da vergessen. Ich habe vergessen, hier das noch reinzusetzen. Wie kann ich das nur vergessen? Ja, das ist übrigens der Vorteil, wenn man halt komplett unter der Erde baut, ne? Man kriegt halt unfassbar viel Material zusammen, was du jetzt eigentlich gegenteilig überhaupt nicht kriegst, wenn du jetzt oberirdisch baust die ganze Zeit. Also wenn ich jetzt die ganzen Monster fallen oder so, wenn ich die jetzt oberirdisch gebaut hätte und hätte die jetzt in den Himmel hochgebaut zum Beispiel, ich bräuchte so viel Material dafür. Ich bräuchte unfassbar viel Material für. Weil, ja, ne, ich muss ja hier die ganzen Mauern ziehen und die ganzen Wände ziehen jedes Mal und die Decken und Böden und hast nicht gesehen und alles. Und hier brauche ich das einfach nur alles auszuheben. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied. Deswegen baue ich eigentlich lieber im Untergrund und unter der Erde als oben. Weil ich brauche dann definitiv deutlich weniger Material. Es ist einfach angenehmer, viel angenehmer zu bauen, als wenn man halt oberirdisch macht. Habe ich aber auch schon, ne? Ich habe die Monsterfalle auch schon oberirdisch gemacht. Da sah das dann aus der Ferne, sah das dann so ein bisschen aus wie ein Leuchtturm. Und unten auf der normalen Etage, also sagen wir mal auf der Höhe 64, 63, war dann halt tatsächlich der Ausgang mit den Truhen, wo dann von oben die Monster immer runtergefallen kamen. Also es war auch auf jeden Fall sehr interessant. Aber es hat halt viel Material gekostet. Sehr viel. Und unter, wenn du untergrundmäßig baust, hast du das halt überhaupt nicht. Das ist halt so der Vorteil. So. Hier haben wir nichts. Das kann man noch rausreißen. Man muss ja nichts verkommen lassen, wenn man es schon hat. Und dann haut mir hier wieder ganz normal den Boden rein. Na, so. Jetzt. So, und wieder eine Etage fertig. Jetzt müssen wir hier nur noch schauen, dass wir hier oben alles mitnehmen. Was ich dann beispielsweise auch ganz gerne mache, ist, dass ich die letzte Etage, wo dann also an die Oberfläche mündet, die Etage, das ist dann die letzte, dass ich die komplett aus Erde mache, auch innen drin, weil, ich weiß nicht, das, ich finde, es hat einfach Stil. Nein, ich will nicht das, ich will das. So, dann gibt es jetzt einmal wieder hier das Wasser. Und dann haben wir es auch schon bald. Wir sind jetzt schon auf Stufe 50. Wir haben es auch bald geschafft mit den Etagen. Und ich sage ja, wenn man einmal eine Etage, wenn man die erste Etage richtig gesetzt hat und wenn das alles passt, und dann geht der Rest eigentlich unglaublich schnell. Also hier haben wir auch schon gebaut. Dann geht der Rest eigentlich sehr schnell, weil die Etagen auszuheben, ja, das ist halt
Ja, das ist eine Sache von, keine Ahnung, der Stunde oder so vielleicht. So. La, la, la. Und ich habe das Gefühl, wir kriegen diesmal irgendwie mehr Etagen raus als 9. Ich weiß jetzt zwar aktuell nicht, warum. Na, wobei, ich kann, es kann gut sein, dass ich vielleicht eine Ding zu wenig vielleicht genommen habe. Ach, wie sagt man? Eine Höhe zu wenig. Aber es reicht ja offenbar, also von daher. So, 4 und 3. Es geht nicht mehr. Mein Hämmerli ist kaputt. Wie kann mein Hämmerli es wagen, kaputt zu sein? Ja. Danke. Jetzt ist es nicht mal kaputt. So, jetzt muss ich aber wieder gucken. Da haben wir 3, 6, 7. Einer fehlt noch. Oder auch nicht. Hä? Ah, Quatsch, hier. Das hier war der Fluss. Das sind dann halt jetzt nur noch 2, aber gut. Das ist ja, das macht ja nichts, um Gottes Willen. So, hier können wir direkt wieder nach oben bauen. Das ist jetzt natürlich kontraproduktiv, dass da jetzt natürlich Kies runterkommt, ne? Weil das setzt sich jetzt natürlich da unten rein, dummerweise. Gott sei Dank war das nur ein Brocken Kies, den ich wegräumen muss, weil ansonsten funktioniert das Ganze ja nicht mehr. Wenn jetzt noch ein Brocken Kies runterfällt an derselben Stelle, dann habe ich das rigorose Problem, dass eine Seite vom Wasserlauf weg ist. Das heißt, wenn die Monster da drauf plumpsen, sterben sie natürlich direkt und ich muss innen drin einsammeln. Ist natürlich scheiße. Das will natürlich keiner. Und dementsprechend muss ich den dann gerade da rausholen, wenn wir nochmal unten sind. Das ist so einer der Gründe, warum ich noch so einen, ja, so einen kleinen Weg da gemacht habe, damit man da noch hin kann, eventuell, wenn was ist. Ja, jetzt willst du warum? Oh. Jetzt will ich da warum? Ein Schweirei. Aber wir sollten bald an der Oberfläche sein. Ich glaube, das sind dann tatsächlich noch 2 Etagen, wo ich draufsetzen kann. Ich bezweifle aber, dass ich das noch in dieser Aufnahme schaffen werde. Weil es kann sein, dass es jetzt entweder die 6. oder die 7. Aufnahme ist. Folge, meine ich, Folge. Wenn es die 7. ist, glaube ich, schaffen wir es nicht mehr. Wenn es die 6. ist, dann könnten wir es in der 7. vielleicht beenden. Vielleicht. Vielleicht. Versprechen kann ich nichts. Aber es kann sein. Also bitte nicht sauer sein, dass wir jetzt hier so lange gebaut haben. Aber das gehört, wie ich schon erwähnt habe, es gehört halt einfach dazu. Es ist halt einfach mal so. Es gehört einfach dazu. So, da hatten wir 3, 4... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und Minecraft ist eben so das Ding hier mit bauen und ausprobieren und rumprobieren und neu bauen und umbauen und zurückbauen. Das gehört alles dazu. Na, jetzt. Sieht sehr interessant aus, dieser Raum gerade, ne? War klar, dass das jetzt natürlich nicht mehr hinpasst.
Wäre auch komisch, wenn es anders gewesen wäre. Die Tasche ist ja schon wieder fast voll. So, jetzt habe ich natürlich wieder... Ne? So, jetzt erstmal hier das ganze Zeug wieder anbauen. So, einmal. Ja. Lass doch mal das Schild jetzt einfach mal weg. Mensch. So, und es wird schon wieder dunkel. Interessiert mich aber nicht, weil ich habe es hier aktuell eh gerade dauerhaft dunkel. Hatte ich da jetzt schon? Ja. Ich dachte, da wäre jetzt ein Loch. Jetzt nimm das doch. Lalala. Lalalalalala. Ja, setz grundsätzlich das ganze Zeug immer verkehrt. Warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, ich darf dann aber nochmal zurück. Ich glaube, ich muss neue Türen machen. Neue Metalltüren. Ach ja, und wenn ihr euch fragt, warum ich denn Metalltüren nehme und nicht einfach Holztüren. Weil Holztüren können Zombies ja auch nicht aufmachen. Aber sie können sie kaputt schlagen. Sie können tatsächlich Holztüren kaputt hauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Schwierigkeitsgrad geht, aber in irgendeinem können Zombies tatsächlich Türen kaputt schlagen, also Holztüren kaputt schlagen. Und das merkt man auch, indem dass sie sich einfach davor stellen, putz, 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 putz. Und irgendwann sind halt tatsächlich die Türen kaputt. Und dann kommen sie halt auch rein oder raus, je nachdem. Und bei Metalltüren geht das nicht. Also Metalltüren können sie nicht kaputt schlagen. Knöpfe können sie auch nicht betätigen. Wenn es jetzt allerdings eine Druckplatte ist, dann können sie es natürlich aktivieren, wenn sie sich draufstellen. Ne? Das ist ganz normal. Aber so Knöpfchen drücken oder Hebel betätigen, das können die natürlich nicht. Das ist denen nicht möglich. Jedenfalls noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann mal können. Ob die KI wirklich dann so hoch ist irgendwann, dass sie das können. Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Weil ich glaube, das wäre nicht so gut. Wenn du dann denkst, oh, ganz intelligent. Ah, Hebel. Und baust dann so gemütlich und auf einmal Kuckuck und tot, weißt du? Das wäre bitter. Das wäre richtig bitter. Aber mal abwarten. So, wir haben jetzt hier den letzten Schwung dieses Gelumpes. So. Aber ich würde doch ganz gerne erst gucken, wie hoch wir kommen. Damit ich weiß, wie viele Türen und so ich vielleicht noch machen muss. Hier. So, kann ich eigentlich hier auch mal direkt weiter noch? Ha! Huhu! So, da haben wir zwei. So, schwupps. Wir sind auf 61. Wir sind jetzt auf 61. Und wären hier jetzt auf 64. Guten Tag. Ist jemand da? Nö, offenbar nicht. Wären hier jetzt auf 61, wenn wir hier... Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das wäre sogar noch ein bisschen... Wenn ich bedenke, hier ist 64, unsere Grundbauhöhe ist eigentlich auf 63, also ist das gerade richtig.
Das heißt, wir würden dann ungefähr hier rauskommen. Hier wäre dann praktisch der Ausgang. Und da drüben wäre halt dann noch die Decke, aber das geht schon. Da kann man ja dann Treppen außenrum bauen, dass man halt wie so ein Hügelchen hier rüber gehen kann. Also wir haben hier noch eine. Wir haben hier eine. Okay, zwei Stück. Zwei von jedem brauchen wir noch. Beziehungsweise, ich glaube, eins. Nee, wir haben gerade die letzten, glaube ich, gebraucht, ne? Das waren, glaube ich, gerade die letzten, ja. Also zwei Türen brauchen wir noch und zwei Druckplatten und zwei Knöpfe. Und dann ist es fertig. Dann sind wir fertig. Und es dauert und dauert. Also nach unten geht das deutlich schneller. Und ihr seht halt da drüben, ne, da oben, da popelt sich auch schon wieder ein Monster durch irgendeine Höhle. Das muss man halt tatsächlich da noch alles ausleuchten später. Warte mal, ich habe die klaren, diese normalen Steine, glaube ich, habe ich hier. Immer noch. Das heißt, einmal 1, 2 und 1, 2. Und, ach, guck mal, ich habe hier... Da kann ich hier die Türen machen. So. Ich glaube, ich muss dann mich auch mal hinstellen und muss dann mal ein paar Flaschen Wasser zaubern. Da wird es, glaube ich, auch Zeit. Und ich kann eigentlich auch mal hier aussortieren, mal wieder. Weil, ne, wie man hier sieht... Ist das und eine Portion Stein. Wenn ich nämlich schon mal hier bin, kann ich das nämlich auch mal wegschmeißen. Nicht wegschmeißen, sondern einfach wegpacken. So, das setze ich jetzt einfach mal hier rein. Das brauche ich auch nicht. Genauso wenig, wie ich das brauche. Das brauche ich auch nicht. So. Ich setze das jetzt einfach alles mal hier dazu. Eine Metalltür brauche ich auch nicht. Die lasse ich auch da. Die brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Da haben wir drei. Da haben wir nichts. Die brauche ich auch nicht mehr. Die packe ich dann unten zur Schmiede einfach dazu. Und dann hätten wir jetzt eigentlich wieder genug Zeug. Habe ich denn meine, meine Eisenbahn habe ich noch. Und dann geht es jetzt in den Endspurt, würde ich so mal behaupten, so langsam. Und dann müssen wir noch dran denken, dass wir dann da unten die Truhen leer machen. Und man sieht schon, wo wir hier jetzt sind, weil halt da oben das Loch offen ist. Und dann sieht man halt, wir sind hier direkt unter dem ganzen Wald überall. So, hier haben wir das vorletzte. Einmal das. Aber es ist hier eins zu viel gewesen, wo ich hintergebaut habe. Das heißt, das hier muss noch weg. Ich nehme das auch direkt mit weg. Weil da kommt ja dann später das Zeug hin, dass ich einfach nicht ganz so verwirrt bin. Wegen, ja, hier der Kohle halt. So, und jetzt können wir hier weiterbauen. Oder beziehungsweise abbauen halt. So. Einmal ganz schnell. Ja. Oh, es ist erst die 6. Folge. Sehr schön. Da kann ich noch eine Folge dranhängen jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Und dann sehen wir uns gleich wieder zur letzten Folge für diese Woche, ne? Also bis gleich.